Captain Fantastic, diesmal in Sehenswert. Lass ich dich verhaften. Wir wollen alle zu Mom. Wir lassen uns von Opa nicht einschüchtern. Wir wollen uns verabschieden. Wir können nicht zu Mamis Beerdigung. Wir müssen tun, was sie sagen. Die Mächtigen kontrollieren das Leben der Machtlosen. Ach, scheiß drauf. Dann hören sie uns kommen. Ja! Ja! Die haben Hotdogs. Was ist Cola? Giftiges Wasser. Sind die krank? Was meint ihr? Alle sind so fett. Ja. Fett wie Nilpferde. Wir verspotten niemanden. Außer Christen. Wie schlachtest du die Hühner? Mit einer Axt oder einem Messer? Man kann die so kaufen. Die sind schon tot. Dad, krieg ich auch Wein? Klar, warum nicht? Nein, Kinder trinken keinen Wein. Das ist bekömmlich. Kein Crack. Sie sind völlig unvorbereitet auf das echte Leben. Und ich glaube nun mal, dass das Gegenteil stimmt. Du hast mich fast getroffen. Wenn ich hätte treffen wollen, hätte ich getroffen. Oma und Opa sind faschistische Kapitalisten. Weißt du überhaupt, was ein Faschist ist? Gewalttätige nationalistische Militaristen. Unterstützt vom Großkapital und glühende Anhänger totalitärer Diktaturen. Auf Mom. Auf Mom. Auf Mom. Captain Fantastic erzählt die Geschichte einer großen Familie, die in der Wildnis lebt, dann aber gezwungen ist, doch diese zu verlassen. Der Film punktet dabei durch die Top-Besetzung. Die Kinder spielen ihre Rollen sensationell gut und Viggo Mortensen lebt ja, wie wir ja alle wissen, seine Rollen praktisch in der Wirklichkeit aus. Abseits des Mainstreams punktet der Film durch die lockere Erzählweise, aber auch die gewissen Seitenhiebe auf die Menschen in der Stadt sind klasse umgesetzt und machen einfach Lust auf mehr. Aber auch handwerklich ist der Film klasse gemacht. Viele Einstellungen wirken auf einfache Art und Weise und können doch viel ausdrücken. 8 von 10 möglichen Punkten gebe ich daher Captain Fantastic. Einmal Wildnis und zurück. Welche Meinung zum Film habt ihr? Schreibt sie uns auf Facebook und YouTube. Captain Fantastic ist seit dem 18. August in den deutschen Kinos im Verleih von Universum Film und in den Schweizer Kinos im Verleih von Impulsfilm zu sehen.